Der Umstieg von Diesel auf Elektrobusse im Stadtgebiet von Hoyerswerda schreitet weiter voran. Nach der Bestätigung von knapp 9,3 Millionen Euro beim dritten regionalen Begleitausschuss hat die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda nun am Freitag die Fördergelder beantragt. Sobald das Geld zur Verfügung steht, geht es mit der Umsetzung los. Insgesamt 8 Elektrobusse sollen in einem Zeitraum von 3 Jahren angeschafft werden. Schon ab 2024 könnten die ersten auf Hoyerswerdas Straßen unterwegs sein, so VGH-Geschäftsführer Stefan Löbe. Bereits in den vergangenen 2 Jahren hatte die Verkehrsgesellschaft Elektrobusse im Stadtgebiet getestet. Für eine langfristige Umstellung muss dann aber noch die Ladeinfrastruktur aufgebaut und die Fahrpläne angepasst werden.